So, Friends, und damit ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Reaction. Heute tatsächlich, ja, von zwei Leuten, von denen ich praktisch gesehen, oder habe ich halt tatsächlich namentlich noch nichts gehört. Beziehungsweise bis Donnerstag, ja. Bis letzte Woche, beziehungsweise diese Woche Donnerstag. Für mich ist nämlich gerade Samstag. Für mich ist gerade der 2.11. und am 31.10. wurde mir einer dieser zwei Namen, die ihr da lesen könnt, gezeigt. Und zwar von dem guten Kollegen. Und zwar Akaya Abi. Und zwar wurde mir dieser Track hier gezeigt. Genau, dieser Song hier wurde mir gezeigt. Mir wurde noch irgendeiner gezeigt. Ich weiß gerade nur nicht welcher. Auf jeden Fall, der wurde mir gezeigt. Und jetzt habe ich einen Track gefunden, wo eben mehlhaltig auch mit drauf ist. Und zwar zusammen mit Lou. Sagt mir persönlich gerade gar nichts. Jetzt kommt's, bis gestern, weil ich nämlich gestern kurz auf Twitch drin war und bei den beiden im Stream zugeguckt habe. Ein kleines Stückchen. Ja, ich würde einfach mal reingehen in den Track, denn ich bin sehr gespannt. 2 Minuten 10 plus. Bin gespannt, wie beide Stimmen auf einem Track klingen. Beziehungsweise bei Mehl halte ich, weiß ich es ja so ein bisschen schon durch die zwei Songs, die Akaya mir gezeigt hat. Kuss geht raus an Akaya. Lu kann ich mir jetzt tatsächlich gar nicht vorstellen, wie das klingt. Also ich habe zwar gestern die Stimme so gehört im Stream. Auch bodenlos gestern. ja. Mal schauen. Ich gehe rein. Wir gehen rein in den Track. Let's go. Nicht lang labern. Nicht lang schlacken. Kopf in den Nacken. Und genießen. Let's go. Dieses Genre. Ich werde so fett falsch sagen, ne? Ich werde so fett das, fett das falsche Genre nennen, weil ich einfach lost bin. Sage ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, sage ich ehrlich. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Auf jeden Fall Core am Ende. Core weiß ich. Was davor kommt, keine Ahnung. Ich glaube, Theme Core ist das nicht. Und wenn doch, ich bin aber der Krasseste. Bin ich nicht. Egal, komm. Rein da. Moment mal. Moment mal. Warum? Ganz kurz. Ganz, so auf ganz noch nie gehörte Basis, ne? Warum kommt mir das so bekannt vor? Jetzt mal for real. Warum kommt mir die Stimme in dieser Tonlage und so? Und mit der Betonung und allem. Warum kommt die mir gerade so bekannt vor? Ich habe gerade irgendeinen Song im Kopf, der fast so ähnlich klingt. Also vom Flow her. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist.
Das macht mich fertig jetzt. Geile Stimme, sag ich ehrlich. Ey, der Beat ist irgendwie geil. Irgendwie fühle ich den gerade. Ich fühle den Beat gerade richtig. Ich feiere den gerade irgendwie, ich weiß nicht. Wo ich sowas normalerweise so diese Richtung, dieses Genre überhaupt nicht höre. Aber den Beat feiere ich gerade richtig. Ja, der geht hart irgendwie. Weiß ich nicht. Ich feiere den gerade voll. Mit der Stimme zusammen? Respekt. Nice Stimme. Sehr, sehr nice Stimme. Auch mit dem Beat kommt das echt nice. Ey, ich muss sagen, ich habe ja von Arkaya die zwei, ich sag jetzt, ich glaube, das waren sogar Cover-Tracks, glaube ich. Keine Ahnung. Er hat mir auf jeden Fall zwei gezeigt. Also bei dem einen hat er nur mal so kurz durchgeskippt und den anderen hat er mir komplett gezeigt. Und da fand ich die Stimme auch schon krass an sich. Es klingt auch echt nice. Auch diese Kombination zwischen den beiden da gerade. Vor allen Dingen auf so einem Beat. Das ist schon nice. Ich hab noch nie wen so sehr geliebt wie dich. Will keine andere Bin nur sehen dein Gesicht. Und halt ich mein Versprechen nicht, dann brich mein Genick. Mein Genick, mein Genick. Sehr geiles Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Feier ich. Sag ich ehrlich, feier ich. Das ist geil. Sag ich ehrlich. Ich will mal ganz kurz gucken, ob die beiden noch mehr zusammen gemacht haben. Aber bestimmt. Generell, mich würde mal interessieren, seit wann er das. Okay, er macht das seit letztes Jahr. Macht er das? Wait. Oh, sogar eine EP. Hypercore Volume 2 und da ist 1. Okay. Hypercore sagt mir jetzt halt gar nichts, ne, sag ich so, wie es ist, ne, sagt mir jetzt halt,
0, minus. Oh mein Gott, Digga, da war meine Stimme kurz weg. Das ist crazy. Ich sag ehrlich, stimmemäßig sagt mir gefühlt gar nichts. Stimmemäßig. Hypercore sagt mir gar nichts. Lost. Aber kann man sich, glaube ich, auch mal geben, ne? Aber trotzdem, geiler Song, muss ich sagen. Das ist ein geiles Ding. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Song verlinkt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi.